Ach, ich könnte ihn auch mal schreiben, aber ich keine Lust. So, okay. Einmal Chance willst du auch nochmal riskieren. Selbst jetzt mit möglichem Belagerungsmodus. Ja. Oh, oh, oh. Zieht er jetzt seine Armee ab. Und er sieht jetzt durch den Radarscan, dass Pakyan sieht, dass seine Armee wahrscheinlich raus ist. Und jetzt traut er sich wahrscheinlich schon nicht mehr. Und ich würde mich auch nicht unbedingt trauen, denn der Drop kann einfach mal kommen. Wobei seine Armee durchaus groß genug ist, um die Basis hier ganz schnell zu zerfließen. Aber halt, es könnte jetzt, wenn es jetzt schlusslich wird, dann könnte es tatsächlich passieren, dass beide sich ihre Basen hier wegsprengen. Jetzt darf Einbauschrank nicht stehen bleiben und er darf sich vor allem nicht zurückziehen. Er kann diesen Job niemals aufhalten. Jetzt wird seine Basis auf jeden Fall verlieren, aber wenn er jetzt gut ist, dann verliert auch Pakyan seine Basis. Und dann könnte es durchaus eine witzige Angelegenheit werden. Er hat hier genug Marines als Luftabwehr später noch dabei. Also wir sind gespannt. Er muss jetzt aber Go machen. Er darf ja nicht stehen bleiben. Der Job kommt und wenn er jetzt abzieht, dann... Wenn er sich jetzt zurückzieht, hat er auf jeden Fall verloren, sag ich. Wenn er allerdings angreift, dann wird das echt eine witzige Geschichte. Obwohl, er hat hier hinten eigentlich auch noch genug, um ihn hier zu beschäftigen. Also ich denke, der Drops ist auf jeden Fall glutsch. Aber wir sehen jetzt natürlich den doppelten Go hier. Die Panzer stellen sich auf. Werden hier jetzt gleich die Echse kicken von Pakyan. Während Pakyan gleichzeitig die Base kickt von Einbauschrank. Das ist doch mal genial, sowas zu sehen. Ein kleiner Doppelpush, Doppelrush hier. Und das ist bei beiden entscheidend. Und Einbauschranks Armee ist durchaus stark genug, um hier was zu reißen. Und... die Base geht auf jeden Fall down. Er kann jetzt hier, muss hier jetzt auch abziehen mit seinen Gebäuden, die er noch hat. Er muss sich jetzt retten. Seine Armee steht ja selbst noch. Er kann hier durch was reizen. Seine Panzer müssen sich jetzt aufstellen. Einen auf Side kriegen, damit er da hochschießen kann. Die Panzer, er muss sie jetzt aufstellen, damit die Lok maximalen Schaden machen. Warum stellt er sie nicht auf? Er könnte da so gut reinlaufen. Warum macht er das denn nicht? Er könnte die hier so platt machen. Und seine Armee ist die Großsache. Er kommt bei Pakyan rein. Er wird hier alles zersäbeln. Jetzt stellt die Panzer auf. Ein Tick zu spät, meiner Meinung nach. Aber Pakyan rusht hier die Base. Er rusht die Base. Aber Einbauschranks Satellitenzentrale ist fast komplett heil und entkommen. Er hat natürlich keine Base mehr. Er hat auch nicht mehr wirklich Ressourcen. Er hat keine Worker mehr. Er hat nichts mehr. Aber er kann halt die Base von Pakyan auf jeden Fall kicken. Da wird ihm nichts mehr dran aufhalten. Und beide werden deshalb gleich keine Base mehr haben. Und dann kommt es drauf an, welche Armee gewinnt. Und ich sage mal, das wird eine spannende Sache. Denn Pakyan hat halt auch eine Armee, die... Okay, sie ist natürlich wesentlich stärker mit den 1000 Medivacs. Aber mit einer guten Position... und ganz, ganz viel Glück und Gottes Wille. Da könnte jetzt natürlich was Spannendes daraus entstehen. Also, wie gesagt, Einbauschrank kickt hier die Base. Er hat nicht mehr wirklich viel, was er hier kicken muss. Die letzten Worker gehen hier drauf. Er hat seine Armee sehr gut verteilt, sehr stark verteilt. Maximalen Schaden. Die Panzer schießen ja alle ein bisschen durcheinander. Er sollte vielleicht mal Focus Fire machen, damit die Kanäle nicht mehr pumpen können. Tun sie aber so nicht. Also, Fitz kümmert sich überhaupt nicht mehr drum. Er kommt jetzt mit seiner Armee zurück, hat Pakyan Space platt gemacht. Und das ist eine riesige Armee. Und die wird auf jeden Fall gewinnen. Aber trotzdem eine extrem geile Action hier von Einbauschrank, dass er hier noch den Laden räumen konnte. Sommerschlussverkauf, würde ich sagen. Alles muss raus auf beiden Seiten. Und jetzt kommt allerdings das neue Sortiment rein von Pakyan. Und das wird hier mal kicken. Es kickt jetzt hier ganz schnell nacheinander die Panzer. Die kommen gar nicht mehr zum Schuss. Natürlich gegen so einen Mass-Spam an voll aufgeladenen Medivacs. Gar keine Chance. Und er verliert hier die letzten Einheiten. Aber trotzdem, was für ein Go. Genial. Also für mich eigentlich gerade der spannendste Moment bisher im Turnier, den wir Einbauschrank und Pakyan hier verdanken. Das fand ich klasse, so einen gleichzeitigen Go. Und dass er wahrscheinlich ja den Schwanz nicht eingezogen hat und sich nicht zurückgezogen hat, dafür lobe ich ihn. Baut jetzt hier die neue Kommandozentrale. Aber es ist natürlich vorbei. Weil wenn Pakyan hier sich mal mit seinen Resteinheiten hier noch zurückgelassen hat, einfach mal 2 Meter südlich bewegt, dann sieht er das und ist sie auch down. Baut jetzt hier sogar direkt neben Pakyans alter Echse seine neue Echse. Ist ganz witzig eigentlich, aber gut, das ist dann halt so. Asselfitz hat keine Basis, wer Pakyan weiß jetzt also genau über ihn Bescheid, das ist auch sehr interessant. Umgekehrt ist es natürlich nicht so, aber Asselfitz hat natürlich die unschlagbar große Armee. Trotzdem, ich denke Pakyan, ich komme hier gleich voll durcheinander. Einbauschrank hat hier ihn echt nochmal überrascht, in beiden Spielen würde ich sagen. Ich glaube, er hat mit dem Rächer-Push auch nicht wirklich gerechnet, er hat zwar nicht geklappt, aber ich denke, er hat ihn durchaus damit überraschen können. Und Asselfitz ist so verzweifelt, er scoutet jetzt sogar mit seinem Mule. Aber gut, ich glaube, er hat die Ressourcen auf jeden Fall. Gucken wir mal rein. Na, beide relativ low Ressourcen, das ist ganz schön zu sehen. Aber die Supply, 4 von 11 gegen 87, das ist jetzt natürlich echt bitter. Ich glaube, er hat noch einen Worker. Mal sehen, was haben wir denn noch? Okay, er hat nur noch Worker. Er hat 4 Worker noch und ich dachte, er hätte noch einen Viking gerettet. Ist anscheinend nicht so. Und er produziert hier natürlich Maß. Und er geht ja auch schon das auf... Okay, das ist witzig, er baut das Maschinendock. Er hat nicht mal eine Kaserne, aber er baut das Maschinendock. Interessant, ja. Vielleicht will er sich jetzt hier mit Raketentürmen vollspammen. Moment mal. Das ist gar nicht so schlecht. Also, sag mal einer, Einbauschrank hat nichts drauf. Ich sehe es jetzt erst, man kann diese Echse ja nur über Luft erreichen. Wenn er jetzt richtig fies ist und schnell,
Da kann ja wirklich noch was erreichen, aber natürlich klappt das nicht, denn da kommt schon der Drop und er hat noch nicht mal einen halben Raketenturm. Trotzdem eine verdammt witzige Idee. Klug gedacht von ihm auf jeden Fall. Und ja, also ich muss sagen, Ivor Schrank hat hier echt ein klasse Spiel abgeliefert. Dafür, was ich vorhin gedacht hätte, das Spiel hier würde nur 5 Minuten dauern oder beide Spiele zusammen. Echt eine ordentliche Leistung. Ich bin beeindruckt. Und ich glaube, es ist doch bis jetzt das längste, es werden auf jeden Fall die längsten Casts hier. Jetzt geht die letzte Kommandozentrale down. Ein Ivor Schrank wäre nicht Ivor Schrank, wenn er nicht noch eine Kommandozentrale hat. Die hier wird auf jeden Fall jetzt down. Wir gucken uns das mal live an. Nein, sie entkommt. Ich glaube es nicht. Er lässt die Kommandozentrale entkommen. Die andere ist übrigens down gegangen, wo ich dachte, er hätte sie noch in Reserve. Aber da kommen jetzt die Vikings und die werden den Schlusspunkt dieser ganzen Geschichte machen. Er hat keine Einheiten mehr. Und jetzt werden wir den letzten entscheidenden Raketenangriff sehen. Und da kommt die Raketen. Bam, bam. Bam, bam. Und da geht sie down mit der letzten Einheit. Ein wirklich witziges Spiel, muss ich sagen. Klasse gespielt von beiden. Also wird's wie gewohnt, Sieger kommt in die Winner-Bracket, in die zweite Runde und Ivor Schrank sehen wir im Loser-Bracket unter den Verzweifelten wieder, wo wahrscheinlich auch ich gleich landen werde, denn ich muss gleich gegen Wolf ran. Aber trotzdem, klasse Spiel, ich bin beeindruckt, hätte ich nicht gedacht, dass hier Ivor Schrank nochmal so, also doch durchaus solche Chancen hat, gegen